Servusle, grüßt euch. Eine Runde The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Neuer Tag, neues Glück, Leute. Ich habe heute die Pläne natürlich schon mal über den Haufen geworfen. Ist ganz klar, mache ich ja gern. Ist immer ein Zeichen auch, dass ich angekommen bin. Wir gehen heute nicht Gebiet suchen, Leute. Wir gehen heute zur Yacht. Denn bei der Yacht ums Eck rum, bei dem großen Anker, gibt's Klebeband. Ich habe da ein bisschen gespickelt, nachdem ich in den Kommentaren gelesen habe, es gibt eine Steinschleuder. Und Alter, sind wir ehrlich, Traum meiner Jugend, Steinschleudern, alles, was mit Schleudern zu tun gehabt. Wie lange ist denn das jetzt her? Bestimmt schon 20. Alter, wie alt bin ich denn? Ist schon 25 Jahre her jetzt, ne, dass ich das letzte Mal mit einer Schleuder was gemacht habe. Da gehen wir heute los. Ich habe den Nameless schon mal hergerichtet. Das spawnte das Reh. Sollen wir es probieren? Sollen wir es wirklich probieren, Leute? Anlegen. Oberer, linker, rechter Eck vom Zeigefinger. Schießen. Hast du es? Jo, weil der so am Wasser abprallt. Hast du das gesehen? Der ist da hinten, ist er irgendwo. Und er steckt, aber er steckt, ne? So war das auch bei den Bundesjugendspielen bei mir früher. Das Ding ist in die richtige Richtung, aber nie dahin, wo es soll. So, lange Rede, kurzer Sinn. Pass auf. Ja, eigentlich wollte ich ja heute los Gebiet suchen. Das machen wir jetzt einfach mit der nächsten Folge. Eine Steinschleuder, Alter, die ist natürlich Pflicht für uns. Geht es eigentlich noch, dass ich hier so Steine rauspool? War das nicht so, dass wenn ich hier so draufhau, dass dann einen Haufen Steine rauspurzeln? Nö, ne? Wo habe ich das geträumt? Weiß ich nicht mehr. Weil wir brauchen doch bestimmt dann Wurfgeschosse. Ich will die Schleuder jetzt, ne? Wir gehen jetzt rüber zur Yacht. Dann würde ich sagen, holen wir uns das Klebeband, schauen, ob wir die Schleuder gebastelt kriegen. Und in dem Atemzug. Guck mal da, wie sie dann immer spawnen, weißt du? Ey, das gibt's nicht. Ich muss halt schon noch ein bisschen mehr üben. Geh weg. Und gleich anlegen, nehmen das Anlegen. Jo, das hätte jetzt jeder geschafft. So, ein paar Rehe müssen wir noch, weil ich habe das mit der Rüstung ausprobiert. Kamen ganz viele Hinweise und Tipps von euch zur Rüstung. Guck mal, scheint die Spawnstelle zu sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Komm, für die Ehre. Für die Ehre machen wir noch eins. Ja, ein bisschen weiter rüber muss ich. Dann hätte ich es. Alles klar, aber das kriegen wir jetzt hin in Zukunft. Speer ist noch da. Wunderbar. Jetzt pass auf, das will ich ganz kurz anschauen. Ich komme schon wieder von eins ins andere, weißt du? Hier bei den Stats. Übrigens, hier nicht durcheinander bringen lassen, wenn die Folgenanzahl nicht mit den Tagen stimmt. Ich war ja schon einmal offscreen drin, habe ein bisschen Holz besorgt und ab und zu warte ich auch, bis der Tag neu anbricht, wenn ich eine Tagfolge brauche. Hier, ne, die Armor. Wir haben 170 Armor praktisch. Wir haben 10% gegen Kälte und 30% im Stealth. Und wenn ich jetzt das Reh anziehe, dann nochmal reingehen, müssen wir 20% oder 40% sogar. Jetzt haben wir 20% gegen Kälte. Stealth ist immer noch gleich und 180 Rüstung. Also sie bringt uns einen 10er Böbel Rüstung. Ein 10er Böbel Rüstung. Bei der nächsten Knochenrüstung schaue ich natürlich, wie viel Prozent Knochenrüstung bringt. Und dann werden wir uns da so ein bisschen langhangeln. Da kann man das schön mischen, ne? Sehr, sehr gut. Deswegen habe ich das Reh jetzt auch gemacht. Und das, da würde ich auch gerne gleich noch mitmachen. Ein bisschen weiter rüber musste, glaube ich, so. Hey, Alterle. Aber das kommt noch. Komm, der Speer ist jetzt wurscht. Ich hole mir geschwind zwei Sticks. Diesmal auch mit dem Stickhämmerle. Genau, also warum. Jetzt kommt zurück zum Thema Voucher. Entschuldigung, ich bin natürlich. Das ist aber schön. Ich liebe das an den Spielen. Wenn ich von eins ins andere komme, bedeutet das nämlich immer, es gibt echt genug zu tun hier. Nehmen wir die Sticks, bauen uns einen neuen Speer. Alter, wie ein Profi. Wie ein Profi, nämlich. Heute kann ich was mit dir anfangen. So, gleich in die Hand nehmen. Schwupp. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Genau. Back to the Roots. Zurück in die Kindheit, Leute. Wer von uns hat alles eine Steinschleuder gehabt? Das will ich jetzt mal wissen an der Stelle. Also bei uns war es so, wir haben ja immer im Neubaugebiet gespielt, früher als Kids, und hatten natürlich Schleudern. Weißt du, das war die zweite Hauptwaffe. Ich komme hier nicht mehr hoch. Früher kam ich hier hoch. Warum ist das jetzt nicht mehr so? Warum ist das nicht mehr so? Genau, habt ihr auch Steinschleudern gehabt, als ihr jung wart? Oder seid ihr noch jung und spielt gerade mit Steinschleudern? Ich weiß es nicht. Wir hatten immer Steinschleudern. Selbstgebastelte natürlich. Es gab einen Junge bei uns, der war aber nicht im Team, sondern im Gegnerteam. Der hatte eine Sportschleuder, ich wette. Das war so aus Plastik geformtes Ding. Nicht wie unsere, weißt du, aus Holzgabeln gebastelt. Und da war man total neidisch, aber wir haben trotzdem immer obsiegt damals. Und das war unser Gebiet. Und dann gab es in der Schule, habe ich mich auch die Tage dran erinnert, als ich Steinschleuder gelesen habe. Wir hatten so Spuckrohre, ne? Die konntest du damals bei uns in so einem Lottoladen kaufen. Verschiedene Elemente zusammenstecken. Das war dann irgendwie zwischen 5 und 30 Zentimeter lang, das Teil, je nachdem, wie du das gebaut hast. Knete außenrum, so Knetmasse. Und da hast du immer so Knetkügelchen geformt, ne? Habt ihr sowas auch gehabt? Darf man das überhaupt erzählen jetzt hier? Bei uns gab es dann noch diese, ich weiß nicht, ob die heute noch so sind, die McDonald's-Röhrlen, weißt du, von der Cola. Röhrchen, Strohhalme, weiß nicht, gibt es verschiedene Aussprachen in verschiedenen Bundesländern. Wir sagen Röhrle, natürlich. Und die waren so breit, da konntest du ein Ohrenstäbchen reinstecken und durchspucken praktisch. Ne? Und da haben wir das Ohrenstäbchen in der Mitte auseinandergeschnitten,
an Plastik, verstehst du? Und dann so eine ganz kleine feine Nadel da mit dem Feuerzeug dran geschweißt. Ist schon fast ein bisschen, darf ich das erzählen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind die super gut stecken geblieben in Bäumen und so. Auf Tiere haben wir uns, wir wollten eigentlich Tauben jagen damals, das weiß ich noch. Und als wir so weit aufgestellt waren und präpariert waren, hat sich keiner getraut, auf die Taube zu schießen. Im Herzen gute Menschen, weißt du? Genau, wenn ihr dann eine Anekdote habt, immer gerne her damit. Ich lese sowas unheimlich gern. Deswegen holen wir uns jetzt auch die Schleuder. Nicht, weil sie neu im Spiel ist, sondern weil wir die brauchen. Damit wir dieses Herzgefühl wieder bekommen, das wir hatten vor 25 Jahren, weißt du? Ich habe mit dem Nameless gesprochen, der hat gesagt, Jo, Voucher, Heimatgebiet wird überbewertet. Wir schleichen 20 Minuten in dem Modus jetzt hier rüber, wie wir sind. Das ist bestimmt lustig. Das machen wir. Und dann können wir auch im Nameless seine Freundin noch besuchen auf der Yacht. Die chillt ja da wahrscheinlich auch noch ab. Gucken da noch ein bisschen rum, räumen das Zeug aus, holen das Klebeband. Und dann gehen wir als nächstes Mal los, ne? Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Rüstungsahnung. Vielleicht gehe ich mir sogar in der Stadt noch ein bisschen Rüstung besorgen zwischen der Folge. Mal gucken, damit wir da nicht gleich umgenietet werden. Dann können wir nämlich mit der nächsten Folge Cockpit machen und Katana. Weißt du? Ist nämlich alles in der Nähe. Und schon mal grob Gebiet abchecken und die Folge darauf legen wir uns dann auf ein Gebiet fest und fangen an. So in etwa, weißt du? Das ist dann praktisch der siebte Pilot oder so, den wir dann machen vor der eigentlichen Staffel. So komm, steh auf, Alter. Krautschen in aller Ehren, aber ab und zu. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Futtern mitgenommen. Super. Ich hab gedanklich noch gedacht, ja, da bereite ich noch in dieser Folge so ein bisschen was mit euch zusammen vor, bevor wir losgehen. Aber, Leute, wir haben einen Bärenbeutel und sobald ich die blauen Bären sehe, was heißt, sobald ich die blauen sehe, sammle hier mal ein. Heute ist eh Feindkontakt, da bin ich sicher. New Item discovered. Haben wir das jetzt discovered? Na, hier musst du. Jetzt hast du es gegessen, glaube ich, Alter. Ne? Welche sind das? Welche Bären sammle ich jetzt gerade hier ein? Auf diesem Busch sehe ich gar keine Bären, weißt du? Hier ist noch eine, nimm die auch mal mit. Guck mal kurz rein. Das sind Zähne. Ah, ich glaube Twinberries. Eine Kalorie, ne? Gemütlich. Eine Twinberry. Ich brauche aber die blauen. Boah, jetzt hoffe ich natürlich, dass wir das heute schaffen ohne viel Feindkontakt, weil so richtig fit für Feind bin ich noch nicht. War ich aber nie und werde ich auch nicht sein. Oh, und weil gefragt worden ist, lass uns das auch noch gleich bereden. Ich muss mal hier kurz den Kopfhörer anziehen. Ich habe heute auch wieder meine Starship Trooper Kapuze auf, wie man sieht. Sind ja echte Haare. Ist Starship Trooper Cosplay. Weil gefragt worden ist, wie lange die Staffel geht, Leute, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe aber mal geschaut. Wir hatten ja drei Staffeln, eine mit 100 Folgen plus, eine mit 60 plus, knapp 70 Folgen und Staffel 1 war, glaube ich, fast 40. Also ich würde sagen, wir pendeln uns zwischen 60 und 100 Folgen wahrscheinlich wieder ein. Und wenn wir es momentan bringen, was ja alle 2 Tage, also ich schätze mal bis Februar, März, wenn wir schon unterwegs sein hier im Weltle. Und da ich ein bisschen was Größeres bauen will, wird es auf jeden Fall über 60 Folgen sein, denke ich mal. Ne? Aber ich lege mich ungern fest, man weiß es nie, ich plane ja auch immer gerne ein bisschen um. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es nicht morgen gleich vorbei, das wollte ich damit sagen. Entspannt euch, lehnt euch zurück, genießt mit mir die Tour durch den Wald und vor allem den Übergang ins neue Jahr. Ne? Wir stehen ja kurz davor. Heute ist Montag, der ist so gut wie vorbei, wenn die Folge live geht. Bam, dann sind es noch 6 Tage, ist Weihnachten. Und dann kommt das Gute an Weihnachten ist, dass danach gleich Silvester kommt. Ich mag die Zeit unheimlich. Weihnachten 2. Alter, Nameless. Ich hab's vermisst. Ich hab's ja so vermisst. Wie sie mich. Hier haben wir mal eine Seilbahn gehabt. Ich hätte den alten Spielstand nehmen sollen. Renn, Alterle, renn, renn, renn. Und guck mal. Meinst du, unsere. Au, da fällt mir schon die nächste Frage ein, die ich habe. Diese KI hier von den Feinden, die denkt ja immer mit, ne? Das haben wir ja gesagt. Die lernt dazu und so weiter. Jetzt ist meine Frage, angenommen, ich bin jetzt auf der Welt hier so unterwegs, immer schön im Crouch-Modus, kämpfe nicht viel und mache hier ganz einen auf Angsthase. Ist es dann so, dass die KI sich daran anpasst und mich besser findet in Zukunft? Oder ist es in dem Fall wurscht? Lernt die einfach nur mein Kampfverhalten? Weil, wäre ja der Hammer, wenn die jetzt denkt, okay, wir haben es hier mit einem Croucher zu tun, ja, Croucher-Voucher, dann passen wir uns an den an und ich würde dann umswitchen auf Frontalattacke. Weißt du, dass ich jetzt den Feinden gegenüber so tue, als ob ich Angst hätte, so wie jetzt hier so, oh, und aber heimlich Stärke aufbau und plötzlich umswitch auf Frontalangriff. Das wäre interessant, ob die KI dann durcheinander kommt, ob es da überhaupt, weiß das jemand? Kennt sich da jemand so tief aus in dem Spiel, wie die mitdenkt hier? Wäre super interessant, weil dann würde ich echt hier die ersten 20 Folgen crouchen, immer nur ab und zu mal angreifen, eher feige und später dann auf Frontal, Knochenrüstung, Axt und durch. Oder umgekehrt. Oder ich crouch einfach nur. War nur so eine Idee die Tage, weil ich echt keinen Plan habe, wie die KI mitdenkt und was die lernt. Ich weiß ja, dass die irgendwann die Fallen kennen und die Fallen umlaufen. Das haben wir schon miterlebt, ne? In der letzten Staffel. So, Leute, unser Ziel ist schon mal,
ziemlich nah. Ich muss ab und zu ein bisschen hier unten drauf gucken. Energiemix und so Geschichten. Was machst du denn jetzt hier in dem Gestein, Diggerle? Bloß nicht zu so nah an der Wald, gell? Das heißt The Forest, Alterle, nicht The Stone. Oder der Felsen oder der Clip. So, gehen wir erst zur Yacht? Nee, ich würde sagen, ich will als erstes die Schleuder. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich die kleinen Steine herkriege. Irgendjemand hat mal gesagt, ich kann da mit dem. Ja, nehmen, das ist super. Ganz, ganz geil. Coole Geschichte. Schön runtergestummt. Nimm mal eine Waffe in die Hand. Vom Bärenbeutel hätte ich jetzt auch keine Angst. Weißt du, wenn ich hier so rumpul, war das nicht immer so, dass da ein Stein ab und zu rausgebollert ist hier? Nee, ne? Ich finde diese kleinen Wurfsteine immer nur, wenn ich sie nicht brauche. Echt jetzt? Weil auch manche geschrieben haben, ich kann mit dem Stein auch die Viecherlinie erschlagen und so. Erstmal einen Stein finden. Der ist es ja nicht, ne? Ist hier ist einer. Nehme ich jetzt mit. Wie viel kann man denn tragen von denen? Boah, hier müssen wir auch aufpassen. Da bin ich auch schon mal rumgelungert hier. Dann kommen sie auch gerne, ne? Rumgelungert ist gut. Wir hatten hier ja unseren Hafen. Wir hatten ja hier mal unseren Hafen, Leute. Ich glaube, den Spielstand habe ich sogar noch irgendwo rumliegen. Das einzigste Problem an der Schleuder, das sehe ich jetzt schon, ist dann nachher die Steine sammeln. So, hey, wir machen die Yacht auf dem Rückweg. Haifischkopf holen wir uns auch später erst, wenn wir eine große Basis haben. Ein paar Koffer können wir noch aufmachen. Ich hoffe, dass das natürlich bei mir jetzt auch da liegt, dieses Klebeband. Ich habe natürlich gespiegelt. Was brauchst du für die Schleuder, weil es ja nicht im Buch drin war? Paar Koffer können wir ja machen. Und da vorne war doch auch so ein Bild noch oder irgendwas. Komm, nimm das auch mal noch mit, gleich, wenn wir hier sind. Yeah, eine Kassette war es, richtig. I remember the time. Okay, Entschuldigung. Seid ihr schön Weihnachtsstimmung, Leute? Die meisten von uns feiern es ja, ne? Ob Christ oder nicht Christ, Weihnachten ist immer das Besinnlichkeitsfest, Jahresabschluss. Ha, Möwe! Aber fast. Fast habe ich es erwischt. Hier ist so ein kleines Steinle, nimm es mit. Platinentechnisch. Die Koffer lasse ich mir für den Schluss hier. Wenn wir zurücklaufen. Add the notes, sections of a book. Ah ja, so, sorry wegen Deutsch-Englisch. Ich hoffe, das stört euch nicht so, weil ich babbel ja doch meistens dazu. Ich lese das gar nicht mehr groß. Deswegen geht auch gern mal was schief, weil ich einfach nicht lese. Ich lese ungern in so Spielen. Am liebsten habe ich es deswegen auch im Early Access, glaube ich. Ich bin nicht so der Typ, der releasede Spiele durchspielt. Ich mag das mit dem eigenen roten Faden hier rumdappen, Sachen machen, die man halt so Bock hat drauf, weißt du? Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass hier alles glatt geht. Wir sind aber schon recht weit. Jetzt habe ich nichts zum Futtern mit, das ist so super. Cooked on a fire. Da haben wir echt nur Rohmaterial hier rumliegen. Ich will jetzt kein Feuer hier hinbasteln. Dann geht's ab in den Kalorienbereich. Aufs Gewicht schauen wir später, Leute. Machen wir uns jetzt keinen Kopf, wenn er einen dicken Blauzer hat, hat er halt einen dicken Blauzer. Wir machen das wie in Staffel 2. Natürlich achte ich schon so ein bisschen drauf, dass wir Stärke gewinnen, aber ey, Leute, wenn er zu fett wird, dann muss er halt irgendwie abnehmen. Falls es Auswirkungen hat. Bisher hat es ja nur nicht so viel. Irgendwie haben wir es immer geschafft, gell? So, hier ist noch ein Steinle. Nimm die schon mal mit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit diesen Steinchen schießt. Wir haben damals natürlich mit Eicheln geschossen. Wir haben uns immer so Eichen gesammelt. Da war bei uns in der Nähe so ein Eicheln. Da haben wir Eichen gesammelt. Eicheln, nicht Eichen. Eichen auf der Buckel und ab. Weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, die sind nicht so gefährlich, wie wenn man mit Steinen auf andere Leute schießt. Weißt du, so in unserem Kampfgebiet. Ich war damals auch nicht so gut im Ziel wie heute halt. Und trotzdem, so eine Eichel fetzt ganz schön. So eine Eichel fetzt ganz schön. Im Schulhof haben wir dann eher dann auf Spuckrohre. Das war schon eine geile Zeit irgendwie. Du bist dann immer los, hast dir Knetmasse gekauft, so ein Stängelchen für 20 Pfennig oder so. Alter, wie so ein alter Mann, ne? Aber war cool. Und in der Schule, im Schulhof habe ich es auch immer abgebaut. Ich hatte immer so drei Elemente dran, waren so 20, 25 Zentimeter lang das Teil, 30 vielleicht. Und im Schulhof habe ich es immer abgebaut auf ein Element. Dann konntest du es in der Handfläche verstecken. Da hat es keiner gesehen. So war das damals. Genau deswegen gehe ich jetzt Schleuder holen. Ich weiß nicht mehr, ob die was kann. Ob wir überhaupt alles dann jetzt gleich haben. Ich meine, du brauchst einen Stick, habe ich gelesen. Ein Stick, das Klebeband und ein Stoff. Ist halt dann eher eine Schleuder und keine so eine Schnalzschleuder, wie ich meine, aber ist egal. So, jetzt kann natürlich auch sein, dass die uns hier gleich blöd kommen. Deswegen, weißt du was, wir machen eine Kamikaze-Aktion. Ich renne da jetzt kurz hin. Schau, ob das da bei mir auch liegt, dieses Klebeband, und dann gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir Richtung Yacht. Da werden wir dann heute wahrscheinlich auch nächtigen. Haben wir jetzt doch eine Viertelstunde hier. Da müsste es drauf liegen, Leute. Ja, da liegt es. Ich sehe es von weitem schon. Hahaha. Ist noch irgendwas hier, was wichtig wäre? Nee. Den können wir noch aufmachen. Flupp. Jetzt pass auf, gleich mal ins Crafting-Menü. Also, wenn es alles stimmt, brauchen wir einen Stick.
Das Klebeband? Slingshot. Und ein Stoff. Ja, wir haben eine Steinschleuder, Leute. Hammer. Gleich ausrüsten, nämlich. Das hier sind die Steinle, ne? 10 Stück. So. Gucken wir mal. Es funktioniert. Oh, der Voucher, da bin ich wieder ganz Kind, Leute. Yeah. Die Federn kriege ich natürlich nicht. Da, Alter, ich habe das Vögele gerade erledigt. Oh, blaue Bären. Hast du gesehen? Steinschleuder vor der Wind, alter Schwede. Jetzt sage ich schon wieder vor der Wind, wie so ein Jugendlicher. Ich habe keine Angst vom Alter, echt nicht. Ich gebe es ja zu, dass ich ein Alterssäckel bin. Ja, so eine Mischung, ne? Man bleibt natürlich jung, wenn man ständig mit Computern und IT zu tun gehabt hat. Da ist man nicht ganz so alt. Wenn man am Nabel der Zeit immer bleibt. Leute, ich habe eine Steinschleuder, ist jetzt klar, ne? Jetzt werden wir erstmal. Jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir hier vielleicht auch mal so einen Hase. Also Möwen gehen schon mal. Habe ich aber auch gerade mit viel Glück erwischt. Hey, blaue Bären, yeah, wir haben Essen und Trinken. Geben die noch ein bisschen Wasser zurück, wenn ich die futter? Jo, guck mal, das war nämlich immer das Tolle an den Bären. Die haben immer alles zurückgegeben. Und keine Kalorien, oder hat so eine blaue Bäre viel Kalorien? Eine Kalorie, Alterle. Eine Kalorie. Mich wundert das gerade, verstehst du? Kalorie ist doch Energie. Reicht dir das wirklich, nämlich? Du brauchst Fleisch, gell? So 600 Kilokalorien Fuß. So, ist das auch noch ein blauer Busch? Nee, aber weiße Bären können wir trotzdem sammeln. La la li, ich habe eine Steinschleuder. La la li, da 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 da. Was soll jetzt noch schief gehen? Wir wollen natürlich die Steinschleuder gleich ausrüsten. Jetzt habe ich noch 9. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt die kleinen Steine sind, Leute. Nicht, dass die mit der Schleuder kamen, weißt du, wie bei dieser blöden Knarre, wo du dann später keine Kugel mehr hast. Jetzt müssten es wieder 10 sein, oder? Jo, ich kann es auffüllen. Das war das Wichtigste. So, jetzt haben wir natürlich keine Angst mehr. Die Slingshot. Geile Geschichte. Yeah, das ist so gut. Das ist so gut, Leute. Ich finde es so gut. Nein, den hast du verschossen. Ich wollte es mit Rechtsklick wieder wegnehmen. So. Wir gucken mal. Hier sind Blumen, die nehmen wir natürlich auch mit. Deswegen laufe ich gerade oben rum. Hier hat es auch mal so ein paar Aloe Vera gehabt früher, oder? Da haben wir bestimmt noch nicht so viel eingesammelt. Ah, ein blauer Busch. Nimm Bären mit, Alter. So viel du tragen kannst. So. Das hat mich so richtig gefreut, als ich das gelesen habe. Mit der Steinschleuder dachte ich, oh, da müssen wir sofort umplanen. Die brauche ich als allererstes, wenn die nicht gerade in der Höhle drin liegt. Haben wir super gemacht, lässt sich gut nachbauen. Wir müssen aufpassen, wenn die jetzt gleich hier oben zum Beten herkommen, haben wir sie im Gesicht, ne? Ja, aber dann hechte ich zur Yacht rüber. Ich sehe mal noch nichts. Ich habe bis jetzt nur einen Schrei gehört heute, aber da weiß man wenigstens, dass die noch da sind. Weil letzte Runde hatte ich echt das Gefühl, es gibt keine Mutanten hier mehr auf der Insel. Die Yacht gehen wir gleich. Gehen wir gleich. Dann starten wir morgen von der Yacht den Rückweg. Hallo. Kann ich hier mit der Steinschleuder auf euer dummes Ding zielen? Hast du natürlich früher als Kind auch mal probiert, ne? So. Hm? Das fliegt da irgendwie durch. Das fliegt da irgendwie durch. Schalala. Für was sind eigentlich die orangenen Blumen? Ich glaube, die habe ich noch nie wirklich benutzt. Hier. Auf euer Wahrzeichen. Parenga. Oh, guck mal, wie es abprallt. Geil, Alter, das haben sie gut gemacht, oder? Guck mal, wenn ich drauf schieße. Hast du gesehen? Haben sie gut gemacht, wie es abprallt. Man sieht es gar nicht, so prallt es ab. Entschuldigung. Ey, war hier nicht das Ding? Ha, ja, komm, dann, wenn wir schon hier sind. Gleich mal der Dynamit angeschmissen. Habe ich sowas? Au, wir haben noch keine Dynamitstange. Wir haben noch keine Dynamitstange. Kriege ich so eine Bombe gebastelt? Nee. Ich glaube, du brauchst Geld-Voucher. Aber Geld hatte ich doch. Wo ist denn unsere Kohle? Hier. Nee, nur einmal Geld. Und ich glaube, das da. Nee. Nochmal Geld. Aber nur einmal Geld. Was fehlt denn jetzt noch? Eine Uhr, glaube ich, war es noch, ne? Aber nur eine Uhr. Noch ein Alkohol? Nee. Ein Stoff? Nee. Was fehlt denn jetzt hier noch? Oh, Voucherle, hast du das schon wieder vergessen? Da geh ins Buch. Wie schnell ich doch vergesse, ist der Wahnsinn, gell? So, Crafting Guide, das war doch hier noch drin, ne? Die Bombe war doch noch drin. Hier, Simple Bomb. Was ist denn? Ah, das Boardhammer, klar. Alkohol, Electrical Tape. Electrical Tape, Coins, Watch, doch Trees Up, da steht's doch. Was ist denn Electrical Tape? Was meinen die damit? Siehst du, da wäre es wieder gescheit, ich jetzt auf Deutsch gemacht. Hast schon recht. So, Trees Up ist auf jeden Fall die Geschichte hier.
Das braucht man dafür und ein Secret-Dingsbums-Board. Explosive. Ja, aber wenn ich das dazulege, wie er sagt, das geht gar nicht. Guck mal, dann zeigt es mir nämlich an, als wäre es falsch. Nochmal weg alles hier. Nochmal nur den hin. Speed Rusty Axe, Damage Speed Crafted Axe, Sticky Explosive. Ah, Sticky Explosive. Das sind dann die, die muss ich dann auf die normale Explosive, glaube ich, machen, ne? Electrical? Electrical irgendwas, Alter. Also Coin haben wir auf jeden Fall gebraucht, ein Algol haben wir gebraucht, dieses Board haben wir gebraucht. So viel weiß ich noch. Eine Uhr. Und eigentlich nur noch ein Stoff. Nee. Irgendwas fehlt, Leute. Noch mehr Geld. Haben wir schon probiert, das war es nämlich nicht. Stoff war es auch nicht mehr. Ein Alkohol mehr war es auch nicht. Wir haben fast kein Alkohol mehr. Zwei Boards? Nee. Irgendwas fehlt. Ich habe gerade einen totalen Denkfehler. Ist auch nicht so schlimm, dann machen wir das halt wann anders. Das da? Nee. Geh nochmal ins Buch. Entschuldigung, ich bin schon wieder am Überlegen. Hier, a simple bomb can be made by the combining secret board, Alkohol, electrical. Haben die das auf das Band? Ist das das Klebeband? Meinen die das Klebeband jetzt? Ich habe aber kein Klebeband mehr. Haben die das Klebeband gemeint? Ist das Electrical Tape? Elektrisches Band. Ein Ding meinen die ja nicht, ne? Ein Seil. Das wäre zu viel des Guten. Nee, ein Seil meinen die nicht. Vielleicht meinen die wirklich das Klebeband, das ich jetzt gerade verbraucht habe für die Slingshot, ne? Okay, ich nehme es mal an. Das ist dieses graue Klebeband. Das gibt es auch im Real Life, ne? Ist egal, jetzt gehen wir runter hier. Dann halt nicht. Ich brauche ein Dynamit, Alter. Ich weiß gar nicht, ob das mit so einer Haftbombe geht. Ah, ich muss gucken, Alter, wie ich so eine Bombe bauen kann. Die braucht man ja doch ständig mal irgendwie. Wird es jetzt gerade dunkel? Alter, es wird schon dunkel. Aber die Ursel besuchen wir noch, oder? Electrical Tape, klar, das ist dieses stabile, dunkelgraue Band, ne? Das hat man auf der Baustelle früher auch mal. Ich weiß gar nicht, für was genau wir es benutzt haben. Ja, klar, Isolierband. Da muss ich aber noch mehr finden. Da muss es auch mehr Stellen geben, wo man das finden kann. Ja, ist gut. Jetzt hoffe ich nur, dass wir dem Haifisch nicht gleich ins Gesicht hüpfen. So, sammel Steine auf. Du hast nämlich einige schon wieder verschossen, Nemi. Ja, geile Geschichte. Wir haben eine Steinschleuder. Wir haben eine Steinschleuder. Das probieren wir nicht. Dumm. Das wäre auch viel zu schade. Leute, was leuchtet denn da hinten? Im Wald drin. Ist das ein Nebel oder steht da einer und funzelt? Nee, es war jetzt gerade voll die Täuschung, die optische. Ich habe da jetzt gedacht, da kommt irgendwie was. Wahnsinn. Also, dann braucht man mehr Isolierband, denke ich mal, für die Bomben. Oder ich habe es gerade im Inventar schon wieder nicht richtig gesehen. So, komm. Augen zu und durch, sage ich immer an der Stelle, weil ihr kennt ja meine Haifischphobie, seit ich The Forest spiele. Habe ich mehr Angst vor Haifischen als wie vor Mutanten. Ah, ich schwimme einfach mal geradeaus. Es kann jetzt auch schief gehen, wenn wir Pech haben. Der war nämlich schon so weit an Land. Ich weiß das. Ich habe sogar einen Beweisfilm irgendwo. So, Leute. Nichts kann uns aus der Ruhe bringen, außer dass wir keine Energie mehr haben. Schalalalalalala. So. Hier sind wir auf jeden Fall mutantensicher, können speichern und schlafen, ne? Sammeln wir ein. Yacht, genau. Siehst du, der schreibt es auch mit J. Ich weiß jetzt nicht, ob man Yacht mit J oder Y schreibt. Ne, er schreibt es mit Y, Entschuldigung. Ich sehe kein Klebeband mehr hier, ne? Das haben wir verbraucht, also müssen wir Neues finden und dann können wir auch solche Bomben da basteln. Jetzt habe ich hier unten Dynamit. Ohne Witz. Das war doch gerade eben nicht da, oder? Vielleicht habe ich es auch übersehen. Dann gehen wir morgen von der Yacht runter mit dem Dynamit das Kugelteil holen von der Pistole und dann gehen wir heim und dann gehen wir Gebiet suchen. Ich verspreche es. So, was wollte ich jetzt hier drin geschwind die Fackel anschmeißen nochmal? Alkohol sollte mal ein bisschen sparsam sein. Da hat jemand geschrieben, nämlich von euch, dass nicht mehr so viel Alkohol rumliegt, ne? Da müsst ihr aber doch in der Höhle neu spawnen, ne? In der Stadt. Vielleicht gehen wir nochmal in die Stadt. Nameless. Leg das Heftle weg, hol da deine Fackel raus. Oder ist da unten schön ausgeleuchtet? Ja, das geht doch hier. Milchtütle. Guck mal, dem Junge ging es auch nicht schlecht. Der hat auch ziemlich dicke Bäcklen. Oder? Hier haben wir doch schon mal was. Bam, bam, bam. Sauerstoffflaschen eingesammelt. Sehr schön. Hier ist nochmal. War das auch der Kassettenrekorder schon? Yo, Baby! Kombin, bam, bam. Und? Equip. Equip. Hat er gerade einen Equip-Bug oder sowas? Ne, da ist es. Yo, Baby!
Auf der Yacht wird's heute heiß. Ich erzähl euch da keinen Scheiß. Oh yeah. Erinnert mich an Motorhead. Gott Lemmy, Alterle. Der ist ja auch weg schon. Hier die Kapitänsmützen. So. Ursel, auch eine Kapitänsmütze. Da sind wir das letzte Mal schon erschrocken. Mein Ursel hat plötzlich eine Kapitänsmütze angehabt. Aber Nameless beschwört, dass es ein weiblicher Charakter ist, der hier liegt. Schädels. So, Leute, dann machen wir für heute Schluss. Morgen geht's dann weiter. Jetzt muss ich wieder gucken, wie... Ah, guck mal, hier liegt Isolierband. Jetzt können wir es testen. Jetzt können wir es noch kurz testen, bevor wir jetzt in die Haier gehen. Zwap. Zwap. Jo, das war's. Also keine Harzgeschichten mehr. Jetzt geht's hier schön weiter. Eine Uhr, das da und ein Alkohol. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Remove. Cool. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Hier mal die da. Ist halt schon krass, so mitten in der Nacht, ne? Wenn man eigentlich an... Seht ihr auch dieses C-Zeichen da vorne? Ah, richtig, dann hat das Radio hier hingehängt. Oh yeah, baby. Ist das nicht geil? Ich bin voll froh, dass wir die nächste Staffel angefangen haben. So, der Nameless liegt sich jetzt ab. Ich freue mich schon auf übermorgen, wenn ihr wieder da seid, Leute. Dann geht's zurück. Holen wir uns natürlich das Pistolenteil noch raus. Zurück zur kleinen Minibasis und dann geht's auf Gebietssuche. Oh yeah. Oh yeah. Schau dir das Bild noch an. Zum Abschluss noch ein Foto. Und bis dann, Leute. Schön, dass ihr da wart.